Berechne die Höhe über der Erdoberfläche und die Startgeschwindigkeit eines geostationären Satelliten. Hier ein Modell der Situation. Die Rotationsperiode der Erde um ihre Achse stimmt mit der Revolutionsperiode des Satelliten um die Erde überein, weil der Satellit ja geostationär ist. Und die Rotationsperiode der Erde beträgt 24 Stunden, also 24 mal 3600 Sekunden. Wir suchen diese Höhe h des Satelliten über der Erde und die Startgeschwindigkeit v0 des Satelliten. Die Höhe h drücken wir in Meter aus und die Startgeschwindigkeit v0 in Meter pro Sekunde. Um das herauszufinden, starten wir mit der Idee, dass die Zentripetalkraft, die den Satelliten auf seiner kreisförmigen Laufbahn hält, gleich ist zur Erdanziehungskraft, also zur Gravitationskraft. Zur Zentripetalkraft nutzen wir diese Formel und zur Gravitationskraft nutzen wir die Formel von Newton. Dann führt das zu dieser Gleichheit. Hier können wir beidseitig durch die Masse des Satelliten teilen und auch beidseitig mit klein r multiplizieren, also so. Und so führt diese vereinfachte Gleichheit zu dieser. V ist die Geschwindigkeit des Satelliten, also können wir für V einsetzen eine volle Runde geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Eine volle Runde, das ist 2 mal Pi mal R, wo R der Abstand zwischen R-Zentrum und Satellit ist, und die dazu benötigte Zeit, das ist die Rotationsperiode der Erde um ihre Achse. Somit können wir da für V diesen Bruch einsetzen und finden so, dass R gleich ist zu diesem Bruch. Aber Vorsicht, hier unten steht noch R². Das R² müssen wir links rübersetzen, wo es dieses R multiplizieren wird. Also erhalten wir links so R hoch 3. Demzufolge ist R gleich zur Kubikwurzel von diesem Bruch. Wir ersetzen groß G, die Gravitationskonstante, durch 6,67 mal 10 hoch minus 11. Wir ersetzen die Masse der Erde durch 5,98 mal 10 hoch 24. Wir ersetzen die Rotationsperiode der Erde durch 24 mal 3600. Und so führt das zu dieser Rechnung. Und der Taschenrechner liefert uns somit diesen Wert. Das heißt, dass klein r ungefähr gleich ist zu 42.250.474 Meter. Wir suchen diese Höhe klein h. Diese Höhe klein h, das ist klein r minus den Erdradius, also so. Für klein r setzen wir diesen gefundenen Wert ein. Und als Erdradius nehmen wir 6.375 Kilometer, also 6.375.000 Meter. Und somit finden wir als gefragte Höhe 3,59 mal 10 hoch 7 Meter. Und das macht ungefähr 36.000 Kilometer. Jetzt suchen wir noch die Startgeschwindigkeit. Dazu werden wir diesen Wert für klein r brauchen. Also halten wir den hier fest. Die Startgeschwindigkeit des Satelliten stimmt mit seiner konstanten Geschwindigkeit auf seiner Laufbahn überein. Die können wir berechnen durch die zurückgelegte Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Wir können als zurückgelegte Strecke eine volle Umdrehung nehmen, also 2 Pi r. Und die dazu benötigte Zeit,
Das ist die Rotationsperiode der Erde um die eigene Achse, weil der Satellit ja geostationär ist. Für klein r setzen wir diesen Wert ein und für die Rotationsperiode der Erde um ihre Achse setzen wir 24 mal 3600 ein. Und somit finden wir als Startgeschwindigkeit ungefähr 3072,5 Meter pro Sekunde und das entspricht ungefähr 11.160 Kilometer pro Stunde.